Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Schwerin und an meiner Seite Volker Kufall. Er ist künstlerischer Leiter des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern und gleichzeitig auch Geschäftsführer der Filmland Mecklenburg-Vorpommern GmbH. Korrekt. Uns geht es natürlich um das Filmkunstfest. Das wirft seine Schatten schon voraus. In wenigen Wochen geht es los, und zwar vom 5. bis 10. Mai, soweit ich informiert bin. Hier in Schwerin, nur in Schwerin, oder haben Sie auch Außenspielorte? Nee, wir konzentrieren uns auf die Landeshauptstadt. Okay, auf die Landeshauptstadt, und dort wird sich wieder, für 5 Tage wird sich die Landeshauptstadt wieder in eine bunte Stadt verwandeln. Also man nimmt das richtig wahr jedes Jahr, wenn das Filmkunstfest hier gastiert, sind mehr Menschen da, mehr junge Menschen, aber natürlich auch Schauspieler. Unter welchem Motto steht das Filmkunstfest dieses Jahr? Naja, das Festival steht schon im Zeichen des Jubiläums. 25. Filmkunstfest feiern wir. Und natürlich werde ich im Rahmen dieses Festivals einen Blick ein bisschen zurückwerfen auf die Geschichte dieses Festivals, das 1991 ins Leben gerufen wurde. Aber ich möchte auch einen Ausblick auf die Zukunft werfen. Das heißt, ich möchte auch ein paar Neuerungen im Programm einführen, sodass wir eine Balance zwischen Vergangenheit und Gegenwart bzw. Ausblickperspektiven halten wollen. Ich habe so ein kleines informelles Motto, das nennt sich Zeit und Bewegung, weil diese beiden Elemente eben auch das Kino bestimmen. Der Film, der durch den Filmprojektor läuft, ist natürlich ein zeitliches Element. Und in diesen beiden Begriffen spiegelt sich natürlich auch die Veränderung und die Entwicklung dieser Kulturveranstaltung wieder, die eins der Highlights im kulturellen Leben Mecklenburg-Vorpommerns ist. Ja. Lässt sich da schon sagen, welche Filme eingereicht wurden? Was werden da die Highlights sein? Wir haben jetzt ungefähr 700 Einreichungen bekommen an Spielfilm, Dokumentarfilm und Kurzfilm. Und ich bin jetzt eigentlich dabei, diese ganzen Filme wegzusichten mit meinem Team. Und aus dieser Grundgesamtheit werden wir dann die Wettbewerbe für den deutschsprachigen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilm zusammenstellen. Wie groß ist Ihr Team, die sich diese 700 Filme angucken? Die sogenannte Programmredaktion besteht mit mir aus 4 Leuten. Und wir versuchen uns die Arbeit ein bisschen aufzuteilen. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Tagesablauf, morgens um 6 aufstehen und schon mal den ersten Film beim Zähneputzen? So ungefähr. Leider habe ich noch einen normalen Bürotag zu bewältigen. Das heißt, das läuft dann alles nach dem im Feierabend. Ich sehe dann tatsächlich bis 23, 24 Uhr einfach die Filme weg. Und am Wochenende, im Moment, habe ich sehr wenig Freizeit, um andere Dinge zu tun. Und genauso geht es den anderen Mitarbeitern, die sich beispielsweise um die Kurzfilme kümmern. Aber Highlights, worauf können wir uns besonders freuen, Ihrer Meinung nach? Worauf man sich auf jeden Fall schon mal freuen kann, ist die Eröffnung und die Preisverleihung. Das sind ja so mit die wichtigsten Veranstaltungen eines Festivals. Preisverleihung ist ja schon durch die Medien gegangen, auch durch unsere Medien. Dort wird es einen Höhepunkt geben. Modern Times von Charlie Chaplin wird aufgeführt, begleitet vom Schweriner Orchester hier. Das wird natürlich ein schönes, wunderbares Veranstaltung werden, auch im Theater ja durchgeführt. Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, den Bogen dann zu spannen bis zum Stummfilm? In diesem Titel dieses Chaplin-Klassikers Modern Times spiegelt sich ja dieses Motiv auch schon wieder, das ich gerade erwähnt habe, Zeit und Bewegung. Und für mich sind Filmkonzerte so die schönsten, emotionalsten Kinoerlebnisse, die man eigentlich haben kann. Das ist ein unwiederbringlicher Moment, wenn ein Orchester synchron zum Filmbild spielt. Das heißt, es ist auch was sehr Einmaliges, nicht reproduzierbares. Das wird der würdevolle Höhepunkt einer Preisverleihung sein, die erstmalig im Staatstheater stattfindet. Und vielleicht noch ein Wort zur Eröffnung. Eröffnungsfilm kann ich Ihnen noch nicht verraten, aber die wird, wo ich mich sehr freue, wieder von Knut Elstermann moderiert werden. Und wir haben eine sehr witzige, schräge Band zur Eröffnung einladen können, Stereo Total aus Berlin.
die sozusagen den Ton für das Festival setzen wird. Es geht ja um das Gastland Frankreich auch. Und das ist eine deutsch-französische Band, die sehr witzige, schräge deutsch-französische Texte mitbringt. Knut Elstermann, liebe Zuschauer, übrigens ist einer der bekanntesten Filmkritiker Deutschlands und auch immer auf der Berlinale unterwegs für den Radiosender Radio 1. Preisträger dieses Jahr des Goldenen Ochsen, auch das war schon in den Medien, ist Wolfgang Kohlhase. Mhm. Können Sie uns kurz was zu seiner Person sagen und warum Sie gerade ihn ausgewählt haben? Gerne. Also Wolfgang Kohlhase ist einer der besten und wichtigsten Drehbuchautoren für das deutsche Kino. Er ist 1931 in Berlin geboren, ist jetzt also mittlerweile auch schon 84 Jahre alt. Und er hat mit seinen Drehbüchern zu Filmen wie, fangen wir an mit Ich war 19, Solo Sunny, Der Fall Gleiwitz, Berlin Ecke Schönhauser, zum einen DEFA-Filmgeschichte geschrieben. Und nach der Wende hat er eben mit Regisseuren wie Volker Schlöndorff und Andreas Dresen auch gesamtdeutsche Filme gemacht, sage ich mal, die an den Kinokassen große Erfolge geworden sind. Also in seinem Leben und in seinem Schaffen spiegeln sich 60 Jahre deutsch-deutsche Filmgeschichte wieder. Abgesehen davon ist es ein sehr witziger und humorvoller Zeitgenosse, der seine Gegenwart kritisch und mit einigem Abstand betrachtet. Und ich freue mich sehr auf die persönliche Begegnung mit ihm und auf die Filmgespräche, die er zu 6 seiner Filme führen wird. Und kriegen wir dann auch sein jüngstes Werk zu sehen, Als wir träumten, mit Andreas Dresen zusammen produziert? Ja, selbstverständlich. Wunderbar, wunderbar. Darauf freue ich mich natürlich persönlich auch schon sehr. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Zuschauer, es ist nicht nur was für Wende-Nostalgiker wie mich, sondern auch was natürlich für junge Menschen, weil da geht es um junge Menschen in dem Film in erster Linie. So ist es. Sie haben ihn schon gesehen, den Film. Der lief ja auf der Berlinale im Wettbewerb. Und für mich ist der Film ganz interessant, weil wir auch, weil es auch in seinem ersten Film, Die Störenfriede von 1953, um Jugendliche geht, also um Schülerinnen und Schüler, allerdings unter ganz anderen gesellschaftlichen Vorzeichen. Und ich finde es spannend, sage ich mal, die 60 Jahre, die er mitgeschrieben hat, filmisch, eben auch im Vergleich dieser beiden Filme ein bisschen zu reflektieren. Und 1953, darum müssen wir auch kurz darauf eingehen, Störenfriede, das ist ein Film aus Schwerin, der hier in Schwerin gedreht wurde, mit Schweriner Schulklassen auch, wo teilweise natürlich die Menschen noch am Leben sind und die dann auch mit eingeladen werden bestimmt. Auf jeden Fall, ja. Wir haben einen Aufruf gestartet an diejenigen, die damals mitgespielt haben, zu der Veranstaltung zu kommen. Die wird am Sonntag, den 10. Mai im Kapitol stattfinden. Ich nehme an, dass Wolfgang Kohlhase dann auch was über die Zeit und über die Protagonisten und über die Entstehungsgeschichte dieses Films erzählen wird. Wann wird das Filmprogramm stehen? Also wann kann man sich um Karten kümmern? Ab Mitte April. Bis dahin muss man sich noch gedulden. Wie kommt man sozusagen an Karten dann überhaupt ran? Ja, man kann Karten natürlich über den Capitol Filmpalast persönlich erwerben. Man kann aber auch über die Homepage des Filmkunstfestes Karten online kaufen. Und für einige Veranstaltungen wie die Eröffnung, Preisverleihung und die Konzerte, die wir auch im Programm haben, mit Stoppock beispielsweise, kann man jetzt schon Karten kaufen im Capitol. Ja, wunderbar. Gehen Sie zum Beispiel auf die Internetseite des Kapitols, unten eingeblendet. Auch die vom Filmland, der Filmland GmbH des Filmkunstfestes, blenden wir Ihnen nochmal ein. Da kriegen Sie noch mehr Informationen zum Filmkunstfest. Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, bis das Programm dann endgültig feststeht. Worauf freuen Sie sich dann ganz besonders bei diesem Filmkunstfest? Auf Modern Times. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und das regiert von einem großen Orchester. Wird wunderbar. Ja, wie viele Plätze gibt's? Also das Staatstheater hat insgesamt 550 Plätze. Es sieht schon sehr gut verkauft aus. Also man muss sich, glaube ich, jetzt sehr schnell um gerade bemühen, wenn man noch eine haben möchte. Vielen Dank, Herr Kufall, für das Interview. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer. Kümmern Sie sich um Karten für das Filmkunstfest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier Interview der Woche.